Willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Video zu Battlefield 5. Ich gucke immer wieder, wie ihr gerade sehen könnt, ob das Predator Easter Egg oder Dutch Easter Egg, wie man es auch nennen mag, weiterhin irgendwie mal aktiv ist auf meiner Map. Aber ich habe bisher immer noch kein Glück gehabt. Es ist so unglaublich. 1% Wahrscheinlichkeit, dass das getriggert wird, das ist so gering. Also ich glaube zumindest, dass es 1% sind. Man weiß es nicht genau, aber es ist ungefähr so wie auf Twisted Steel damals mit dem Haifisch, den man dann kurzzeitig im Fluss sehen kann. Viele von euch dachten jetzt wahrscheinlich auch, jetzt kam das Goodbye-Video von Battlefield 5, jetzt kommen keine neuen Videos mehr dazu. Doch, doch, selbstverständlich kommen immer noch neue Battlefield 5-Videos hier auf dem Kanal. Es war einfach nur so ein Attribut, einfach so ein cinematisches Video, was ich unbedingt mal machen wollte, weil das Spiel einfach unfassbar gut aussieht, je nachdem, auf welcher Map man gerade spielt, welche Wetterverhältnisse sind und so weiter und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice und wir haben bei der EA Play, das ist das erste Thema, worüber ich gerne mit euch sprechen würde heute. Und ja, an der Stelle auf jeden Fall die erste Frage an euch. Was habt ihr von der EA Play gehalten? Habt ihr die überhaupt gesehen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Meine Meinung dazu, es ist eine Katastrophe gewesen. Genauso kann man sich das vorstellen wie die Gameplay-Pressekonferenz von der neuen Xbox. Da war halt einfach kein Gameplay, kein richtiges Gameplay. Alles gerenderte Trailer-Szenen und genau ähnlich war es bei der EA Play. Bei der EA Play war es, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlimmer, denn abgesehen von ein paar Concept-Arts und Mini-Teasern und viel Gelaber drumherum, hat man im Prinzip so gut wie gar nichts gesehen. Und das spiegelt sich im Prinzip auch schon in den Kommentaren des Live-Übertragungsvideos wieder, beziehungsweise auch bei den Likes und Dislikes. Es ist eine totale Vollkatastrophe. Ich verstehe aber auch nicht, nachdem die bei der Xbox schon so auf die Nase gefallen sind, wieso sie nicht daraus gelernt haben und sich gedacht haben, okay, Leute, wenn wir schon die EA Play, da ist sogar das Wort Play im Namen drin, dass wir dann nicht auch hingehen und Gameplay zeigen, sonst wird das wieder eine totale Vollkatastrophe, weil das ist im Prinzip genau das, was die Leute sehen wollen. Und es ist quasi ein Ersatz, eine Ersatzpressekonferenz gewesen für die E3, die ja dieses Mal ins Wasser gefallen ist wegen der ganzen Corona-Geschichte. Und ich raffe nicht, wieso die da nicht endlich mal Gameplay gezeigt haben. Mich wundert es nicht, dass man überhaupt keinen Teaser gesehen hat von irgendwie Battlefield oder so, außer so ein Mini-Teil. Dazu komme ich gleich noch. Aber es ist ja auch gar nicht schlimm gewesen, aber zu den anderen Spielen durch irgendwelche Ankündigungen hätten die doch einfach mal irgendwie ein bisschen was zeigen können. Und wenn sie nichts zu zeigen haben, dann sollen sie auch einfach keine Pressekonferenz machen und die einfach nach hinten verschieben. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall mal die 2-3 Sekunden Mini-Teaser. Ich will es eigentlich gar nicht Teaser nennen, weil, wie gesagt, es sind halt irgendwie 2-3 Sekunden Szenen. Aber jetzt seht ihr ungefähr mal, woran sie gerade fürs nächste Battlefield arbeiten. For every console generation, DICE sets the bar for excellence in audio and visual presentation. We are creating epic battles at a scale and fidelity unlike anything you've experienced before. Was sie da im Prinzip sagt und zeigt, ist einfach nur, dass sie jetzt versuchen, das ist zumindest das, was man raushören und raussehen kann, eine noch größere Schlacht zu simulieren, ja? Das heißt, noch mehr Soldaten und noch mehr gleichzeitige Spieler eventuell, das heißt vielleicht nicht irgendwie 32 gegen 32, sondern, weiß ich nicht, vielleicht sogar 50 gegen 50 oder 64 gegen 64, man weiß es halt noch nicht. Und es ist halt alles nur Spekulation und ich hoffe, ihr werdet da nicht zu viel reininterpretieren, denn es gibt sehr viele YouTuber, die hingehen und diese Mini-Teaser, wie der, den wir jetzt gerade gesehen haben, komplett zerreißen. Dann wird auf einmal gesagt, ja, guck mal, die Soldaten tragen japanische Soldatenuniformen und haben japanische Arisaka-Gewehre in der Hand und weiß was nicht. Und das nächste Battlefield könnte ja eventuell wieder World War II sein und so. Nein, kann nicht sein und wird wahrscheinlich auch nicht sein, denn im Endeffekt ist es einfach nur, sie benutzen halt wahrscheinlich einfach irgendwelche Modelle oder irgendwas von den Charakteren oder Soldaten-Assets, die sie schon hatten oder benutzt haben, von früheren Titeln, wie zum Beispiel jetzt auch Battlefield 5, und demonstrieren dann einfach, woran sie gerade irgendwie versuchen zu arbeiten. Und ihr müsst euch das Ganze mal so vorstellen, die neuen Generationen der Konsolen werden super viel mehr Grafikpower und viel mehr Rechenleistung haben, vor allen Dingen mit den SSDs, und ich gehe und ich hoffe, dass das nächste Battlefield mal so funktioniert, dass die Ladezeiten für aus dem Spiel ins Menü und von ins Menü ins Spiel und Spiel schließen und weiß was ich, Ladezeiten im Bildschirm und so, einfach mal wesentlich schneller gehen. Ich meine, selbst am PC mit einer SSD dauern die Ladezeiten halt einfach ewig.
Ich habe auch eine Zeit lang auf der PlayStation 4 Pro Battlefield 5 gespielt und ich kann euch ganz ehrlich sagen, im Vergleich zum PC merkt man kaum einen Unterschied bezüglich der Ladezeiten. Ob ich jetzt am PC eine SSD benutze oder auf der PS4 Pro spiele, es dauert bei beiden Geräten ewig mit den Ladezeiten. Und ich hoffe, die nutzen die neuen Ressourcen, die die neuen Konsolen, die PS5 und die Xbox Series X mitbringen und schaffen es endlich mal, schnelle Ladezeiten zu gewährleisten, dass das Spiel sofort läuft und man direkt auf den Server joinen und zocken kann. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. An der Stelle würde ich euch gerne nochmal fragen, wie fändet ihr das, wenn man auf einmal 40 gegen 40, 50-50 oder 64 gegen 64 spielen könnte, von der Spielerzahl her? Sollten dann auch die Maps noch größer werden, als zum Beispiel jetzt so Maps wie, sagen wir mal, Al-Sundan oder Iwo Jima? Oder würdet ihr sagen, dass die Maps trotzdem groß genug sind? Gefällt euch das so? Die KD könnte ja eventuell auch darunter leiden, für diejenigen, die KD-geile Spieler sind, sage ich jetzt mal. Das ist ja kein Vorwurf in dem Sinne, jeder hat ja seinen eigenen Spielstil. Aber ich sage euch ganz ehrlich, mein Spielstil, wenn ich Battlefield 5 spiele, aktuell ist einfach, so authentische Uniformen wie möglich an meinen Soldaten zu haben. Versuche noch relativ ikonische Waffen dabei zu haben, zum Beispiel für die Amerikaner die Garand oder was weiß ich. Und dann einfach zu versuchen, so ein bisschen Roleplay da noch so mit reinzubekommen, dass man versucht irgendwie so, weiß ich nicht, so nicht einfach Hau-drauf-Action zu machen. Ich weiß, das mache ich auch hin und wieder in meinen Videos. Seht ihr das auch? Das mache ich aber meistens einfach nur, damit ich da meine Company-Coin-Missionen und all was dazugehört, Tides of War und so, alles abschließen kann, so schnell wie möglich. Aber wenn ich das alles mal irgendwie habe, dann genieße ich halt einfach so diese Atmosphäre und spiele einfach so gemütlich vor mich hin und lasse das alles so ein bisschen auf mich wirken. Ja, wie gesagt, Freunde, findet ihr das cool oder wäre euch das viel zu viel von der Spielerzahl her? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt des Videos für heute. Und zwar wurde das Arsenal bzw. die Armory nochmal geupdatet und so sieht's aktuell aus. Tja, Freunde, wer hätte es gedacht? Der DAX sieht ganz okay aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht ein Skin, den ich unbedingt irgendwie auf irgendeiner Map spielen möchte. Für so Wüstenmaps wie zum Beispiel diese neue Libyen-Map ist der einfach viel zu warm gekleidet, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ansonsten wieder die alte Leier, wir haben hier wieder die ganzen alten Skins, die kein Mensch irgendwie im Vergleich zu den authentischen Uniformen haben wollen würde. Hier wieder mit irgendeiner Gasmaske auf dem Schädel, hier haben wir dann einen Red Devil auch wieder mit Gasmaske und das ist echt unglaublich. Freunde, Alter, ich habe echt gedacht, jetzt kommt mal endlich mal irgendwas Tolles wieder. Und es gibt auch etwas anderes Neues noch, allerdings ist es halt auch nicht so berauschend, denn es gibt da wieder einen kleinen Haken. Also einmal abgesehen davon, dass beim DAX das Bild fehlt, ich meine, es gibt ja sowieso kein Update, egal ob es jetzt ein Patch oder das Arsenal ist, bei dem nicht mehr irgendwann mal ein Bug kommt, aber hier haben wir dann nochmal die Ruhm- und Stolz-Sammlung mit Waffenskins, die keiner spielen würde wahrscheinlich oder möchte, für Waffen, die auch wiederum kaum einer spielt. Ich raff wieder nicht, warum das wieder irgendwie die Karabinen sein muss und die Tromboncino, wie auch immer man die aussprechen mag. Ich raff das nicht. Was noch mehr bescheuert ist, ist die Tatsache, wir haben jetzt hier einmal den wahren Sanitäter. Ich weiß zwar nicht, warum man den jetzt hier so nennt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eher gesagt, der ist so eine Art General oder irgendwie sowas in der Richtung. Plus, dann haben wir noch auf einmal einen Skin für einen Panzer, für das Sturmgeschütz. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich feiere diesen Skin, also dieses Design, diese Farbe, diese Lackierung. Aber warum ist die in diesem Bundle drin? Das macht für mich absolut null Sinn. Warum ist da nicht irgendwas Tank-Customization-mäßiges für die Amerikaner oder so drin? Vor allen Dingen, jetzt haben wir hier noch den Waffenrock der Deutschen. Alles zusammen für 1500 Coins. Und da frage ich mich dann halt auch wieder, jetzt ist da zum Beispiel der Hinterhalt-Tarnungsskin für das Sturmgeschütz 4 drin, ja? Habe ich schon. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich im Prinzip, wenn ich dieses Bundle haben will, meine Points bezahlen für diesen Skin, den ich schon habe und für die ganzen Waffenskins, die ich gar nicht haben will, plus für die Waffen, die ich noch nicht mal spiele. Warum muss alles immer in einem Bundle kommen und mit Sachen, die man nicht haben möchte? So, ich verstehe das nicht. Es ist wieder genauso gekommen, wie man es sich vorgestellt hat. Hauptsache noch irgendwie Cash machen mit dem Spiel, aber naja, Freunde. Ich bin mal gespannt. Hoffnung sollte man sich eigentlich keine mehr machen, das ist immer totales Chaos, aber naja. Ich habe hier noch einen kleinen Clip, wie ich mir DICE vorstelle, wie sie gerade überlegen, wie sie die nächste Armory Rotation machen wollen. Totales Chaos, echt so. Und ansonsten würde ich sagen, nächstes Video wird über die Map-Bewertung sein. Ansonsten macht's gut, bis dann noch rein und wie immer. Ciao, ciao. Derp, 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 derp